Martin ist bei uns. Martin Schneider hat ein herrliches Buch geschrieben. Mach mal halslang. Martin. Warum? Weil doch der Hals ist lang. Ja, es geht nicht nur um meinen Hals in dem Buch, ja. Aber auch. Ja. Ja. Martin, wenn man jetzt, es geht ja eher um die Frage, nicht so sehr, was Sie sagen, sondern wie Sie es sagen. Wenn man jetzt so auf Frauen zugeht und die so bespricht. Bespricht? Also es hört sich jetzt ein bisschen nach Magie an, wie die, erotisches die Mantra. Ja. Hessisches Voodoo. Wie wirkt denn diese Geschwindigkeit und auch dieser Dialekt auf Frauen? Doll. Also, ich kann ja nicht anders. Ja? Deshalb versuche ich das dann auch richtig zu genießen, also darin zu schwelgen, will ich mal sagen. Ja. Auch das Sprechen an sich ist für mich jetzt nicht nur ein Mittel zur Kommunikation, sondern das ist fast wie Singen oder sowas. Gell? Ja, ich genieße das. So ein sinnlicher Vorgang, ja? Ja, und man kann ja auch mit seinem Mund die Wörter kneten, gell? Genau wie man mit den Händen Hefteig kneten kann, kann man die Wörter auch kneten, gell? Und gut, man hat nicht immer so viel Zeit und Muße, gell? Ja. Aber man muss eine gewisse Zeit mitbringen, um dieses... um diesem Hessisch auf die Spur zu kommen. Ist es wahr, dass Sie Frauen auch mit Gedichten bezirzen gelegentlich? Ach ja, auf Wunsch auf jeden Fall. Ja, mit hessischen Gedichten? Ja, also wenn das gewünscht ist, auf jeden Fall. Ja, also Frau Glas, Sie wünschen sich das ja, noch, oder? Dass er Sie mal von der Seite anquatscht. Meine Oma, die hat mir früher eins beigebracht, das erzähle ich heute auch noch gern, also das sage ich heute auch noch gern, weil es ist so schön, schön süß und niedlich. Gell? Ja. Ja. Sitzt ein Wärmchen auf dem Termchen, mit dem Schermchen und dem Ärmchen. Kommt das Stämmchen, bläst das Wärmchen, mit dem Schermchen und dem Ärmchen. Von dem Termchen. Also hier und dem Termchen. Wenn man das als Kind hört, gell, das ist ja fast schon wie so ein Schlummerdrogen. Frau Glas, spüren Sie schon was? Ja. Auf jeden Fall.